du! Was machst du hier? Hast du nicht das Signal zur Ausgangssperre gehört? Entspann dich. Schau dir sein Handgelenk an. Er hat eins dieser Armbänder, das die Spitzel aus dem Flüchtlingslager tragen. Du bist also eine von diesen zahmen Ratten. Ihr Leute, widert mich an. Der Rest der Maden im Lager hat wenigstens noch ein bisschen Würde. Aber ihr Spitzel, ihr seid nichts weiter als ein Haufen verräterischer Lockvögel. Ich habe hier ohne Zweifel ein großes Vorbild an Würde vor mir. Mein Hass auf diese Schweine ist nur weitergewachsen. Erst recht nach dem Vorfall am Lagereingang mit den Kindern des Spitzels. Skrupellose Bastarde. Ich wollte euch nur ein paar Fragen stellen. Weißt du, was das vor der großen Welle für ein Laden war? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf der anderen Seite der Stadt gewohnt. Aber den Rest nach sieht es aus, als wäre es ein Bücherladen gewesen, bevor es nach der Explosion abgebrannt ist. Nun, ich bin jedenfalls froh, dass dieses Bücherwurmnest zerstört wurde. Ich habe Bücher noch nie gemocht. Und nach der großen Welle fällt mir keine größere Zeitverschwendung ein. Ach, wirklich? Auf den ersten Blick hätte ich gedacht, du wärst jemand mit einem feinen Sinn für Literatur. Ich denke, das beschreibt dich ganz genau. Pass auf, was du sagst, Ratte! Und glaub ja nicht, dass dich dieses Armband beschützen wird! Ich könnte dir ohne zu zögern den Schädel wegblasen! Vergiss nicht, wer hier das Sagen hat! Warum seid ihr hier postiert? Wir befolgen nur Befehle, Ratte! Wir sind hier, um den Einwohnern der Stadt zu dienen und sie zu beschützen. Das ist unsere Mission. Ja, man kann sehen, wie sich die Leute in eurer Nähe direkt sicherer fühlen. Wir drehen unsere nächtlichen Runden. Und wir haben besonderen Befehl, ein Auge auf diesen Block zu haben. Und was ist an diesem Block so besonders? Diese Zone ist nach der großen Welle beinahe vollständig intakt geblieben. Es war wie ein Wunder. Wie du sehen kannst, stehen die meisten der Häuser und Geschäfte noch. Daher kommt es oft zu Einbrüchen. Wenn es also in dieser Stadt noch etwas von Wert zu bewachen gibt, dann das hier. Du stellst eine Menge Fragen. Bist du hier, um was zu stehlen, Ratte? Für wie blöd hältst du mich? Bei solchen Vertretern des Gesetzes wie euch würde ich so etwas niemals wagen. Ich würde meinen Partner an deiner Stelle nicht zu sehr reizen. Er ist heute nervös genug und er kann unberechenbar sein. Und du solltest ebenfalls den Mund halten, Plappermaul. Wie es mir geht, geht niemandem was an. Und du, zurück in dein Nest, Ratte! Wie läuft die Nacht so bisher? Sehr ruhig. Abgesehen von einer Schießerei am Stadteingang vor ein paar Stunden. Ich glaube, es ging um einen Nahrungsmitteldiebstahl. Und bei so etwas muss man entschieden durchgreifen. Das ist unsere Pflicht. Es wäre eine großartige Nacht, wenn diese Katzen nicht wären. Diese ganze verdammte Gegend ist von den Biestern befallen. Katzen? Ach, mein Partner mag keine Katzen. Und heute Nacht haben sie pausenlos gejault, seit wir mit unseren Runden angefangen haben. Dreckige Biester, schmutzig und krank, die sind an allem schuld. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Macht nur weiter mit eurer guten Arbeit. Was man auch immer über den Zustand der Stadt denken mag, diese Mülltonnen sind praktisch leer. Ich nehme an, Müll zu produzieren ist heutzutage echter Luxus. Diese zwei Schweine scheinen den Eingang ziemlich aufmerksam zu beobachten. Sie würden mich vermutlich voller Blei pumpen, bevor ich auch nur den Türknauf umdrehen kann. Nein. Computer sind eine elende Zeitverschwendung, wenn die Hardware, die man benutzen will, in der großen Welle geschrottet wurde. Ich glaube nicht, dass ich sie so einfach aufkriege. Nein, ich bezweifle, dass ich in diesen Geschichten irgendetwas finden werde, was mich überraschen könnte. Dystopia könnte auch der Name dieser Stadt sein.
Sieht aus, als hätten nur ein paar lose Regalbretter das Feuer überlebt. Ich muss das nicht lesen. Ich habe den Schrecken da draußen selbst gesehen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem dunklen Rot des Einbands. Ich werde mir keins nehmen. Verbranntes Papier. Hier ist alles voll davon. Moment mal. Auf einem dieser Poster ist ein Foto von Reverend Blake. Der Beechwood Oracle Buchladen lädt sie zu einer Lesung aus »Die Auslöschung der Zeit« ein, bei der sie den Autor des Buches, Edward Blake, treffen können. Das erklärt, warum dieser verrückte Prediger eine Visitenkarte von diesem Ort in der Tasche hatte. Andererseits habe ich jetzt auch keinen Zweifel mehr an dem Namen dieses Ladens. Es thront über dem Gebäude mit seiner Krone aus verbogenen Antennen und kaputten Klimaanlagen. Am Rand befindet sich etwas Glänzendes, obwohl ich aus dieser Entfernung nicht ausmachen kann, was es ist. Sie ziehen sich im Zickzack über die ganze Fassade des Gebäudes. Und so wie es aussieht, gibt's diese Treppen nur noch bei alten Gebäuden. Die einzige Lichtquelle der Gegend hängt an diesem Holzpfahl. Das Chaos aus Kabeln und unsicheren Verbindungen dort oben sagt einiges über die Qualität und den Zustand der Installation aus. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Du schon wieder, Ratte! Schieß los! Ich werde euch nicht mehr belästigen. Macht nur weiter mit eurer guten Arbeit. Das Schild am Eingang zum Beechwood Oracle Buchladen. So verkohlt und beschädigt wie der Rest der Einrichtung. Sieht so aus, als hätte man diesen Behälter benutzt, um streunende Katzen zu füttern, in einer Stadt, die in Ruinen liegt. Nur wenn man einen dieser Tierliebhaber kennt, kann man glauben, dass sie zu so etwas fähig sind. Und noch zu viel mehr. Okay, ich werde die Dose nutzen, um diese ekligen Fische nicht mit der Hand anfassen zu müssen. Da seid ihr, ihr räudigen Mistviecher! Ihr habt euch also ins Freie gewagt, was? Jetzt hab ich euch! Ah!
Gottverdammte grässliche Katzen! Früher oder später kriege ich euch alle! Das verspreche ich euch! Sei nicht sauer, deine Technik wird besser. Du hast diesmal beinahe eine erwischt. Ach, halt die Klappe! Verstehe. Hier lässt sich die Stromspannung für die einzelnen Lampen verändern. Aber was zum Geier? Warum funktioniert in dieser dreckigen Stadt nicht so, wie es soll? Vermutlich ein Spannungsstoß. Schätze, du glaubst wieder, dass die Katzen daran schuld sind. Halt deine Klappe, oder ich nähe sie dir zu. Ich lasse diese flohverseuchten Biester nicht aus dem Auge. Auf keinen Fall. Sie würden mich vermutlich voller Blei pumpen, bevor ich auch nur den Türknauf umdrehen kann. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Du schon. Schieß los. Ich werde euch... Da steht Notausgang Beechwood Oracle Bücherladen. Nicht blockieren. Tja, sieht so aus, als hätte man die Tür trotz der Warnung blockiert. Sieht nicht so aus, als wäre es allzu kompliziert, diese Tür mit dem Brecheisen zu öffnen. So, offen. Jetzt weiß ich, warum Sie aufgehört haben, Gebäude mit diesen Konstruktionen auszustatten. Man kann das Gebäude im Notfall nicht nur verlassen, sondern auch von außen eindringen. Warte mal. Ich kenne diesen Ort. Ich bin schon mal hier gewesen. Ich erkenne diesen Ausblick vom Dach. Diese Bäume, den Park, die Statue. Morgen kommt schon heute. Natürlich. Das Bild auf dem Poster. Das Motiv wurde von irgendwo in diesem Gebäude aufgenommen. Aber was hat das alles zu bedeuten? Und könnte es sein, dass mich die Stimme gar nicht zu dem ausgebrannten Buchladen dort unten führen wollte? Sondern zu diesem Gebäude, an diesen Ort. Ein Haufen nutzloser Gegenstände sind in dieser Ecke aufgetürmt. Nichts Interessantes. Ich nehme an, das ist der Grund dafür, warum die Nachbarn sie hier gelassen haben. Der Ventilator dieses Geräts muss schon vor Monaten aufgehört haben, sich zu drehen. Aber das ist derzeit vermutlich nicht das größte Problem des Besitzers. Alles. Alles verformt sich, wiederholt sich, ohne dass ich... Ich verstehe das nicht. Das ist die Statue von meinem Poster. Ich nehme an, das war mal eine Allegorie auf das Glück der Vaterschaft, bis die große Welle es in eine Darstellung von Saturn verwandelt hat, der seine Kinder frisst. Trotz des heruntergekommenen Zustands der Bänke, Brunnen und Statuen hat sich die Vegetation in diesem Park seit der Katastrophe fast vollständig erholt. Ein Beweis für unser Versagen als Spezies. Soweit ich gehört habe, ist die gesamte Kommunikation durch die Katastrophe zusammengebrochen. Die große Welle hat scheinbar nur ein paar Sekunden gebraucht, um all unsere Technologie in Schrott zu verwandeln. Ein Stück Papier ist an die Tür geklebt
und es sieht aus, als hätte jemand mit Hand eine Nachricht darauf geschrieben. Mal sehen, was da steht. Wer könnte Sarah sein? Und dieser Chris? Könnte er etwas mit der Person zu tun haben, die ich in meiner Vision gesehen habe? Natürlich, sie ist verschlossen. Und ich glaube, es wäre besser, wenn ich nicht versuchen würde, das Schloss zu knacken. Ich könnte für einen Einbrecher gehalten werden. Und das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, wäre, dass jemand die Wachen in diesem Viertel alarmiert. Ein leerer, verbeulter Putzeimer. Ansonsten ist nichts Besonderes dran. Abgesehen davon, dass er im Gegensatz zu dem Müll, der sonst hier so rumfliegt, noch funktioniert. Die Eingangstür dieser Wohnung wurde mit verschiedensten Schlössern und Riegeln verstärkt. Trotz der Überwachung durch die Soldaten müssen die Bewohner dieses Gebäudes furchtbare Angst vor Einbrechern und Plünderung gehabt haben. Warte mal. An der Wand neben der Tür ist ein Schild angebracht. Michael Argent, Fotograf. Ich kann's nicht glauben. Das ist die Wohnung von jemandem namens Michael. Eine Wohnung über dem Beechwood Oracle Buchladen und in dem Gebäude, wo das Foto und das Poster aufgenommen wurden. Das kann doch kein Zufall sein. Ich kann's kaum glauben, aber ist es möglich, dass mich die Stimme in meinem Kopf hierher geführt hat? Zu meiner eigenen Wohnungstür? Natürlich. Und ich glaube, es wäre best. Und das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann... Ist es nicht an der Zeit, zurück zu deinem Nest zu gehen, Ratte? Dieser ignorante Bastard fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja, ich sollte echt los. Aber sag mal, wie lief denn die Jagd? Waren die Katzen zu schnell für dich? Du solltest besser gehen. Es ist keine gute Idee, meinen Partner noch wütender zu machen. Nicht heute. Halt deine Klappe, Ratte, oder ich näse dir zu. Ich warne dich nicht noch einmal. Diese Biester sind besessen und ich werde sie ausrotten. Eins nach dem anderen, mit meinen bloßen Händen, wenn ich muss. Ja, ich bin mir sicher, das würde dich für deine Kameraden zum strahlenden Helden machen. Doch eins noch, versuch dich das nächste Mal besser von den Mülltonnen fernzuhalten. Ich hab dich gewarnt, du dreckige Ratte. Meine Geduld ist aufgebraucht. Das wird dich lehren, mich mit mehr Respekt zu behandeln. Ich werde dir das dumme Grinsen aus dem Gesicht wischen. Autsch. Das ist die einzige Sprache, die ihr verdammten Drecksäcke versteht. Jetzt wirst du mich mit Respekt behandeln, oder? Komm schon, lass ihn in Ruhe. Du bringst ihn noch um. Er ist immer noch ein Spitzel. Und es ist nur in unserem Interesse, ihn leben zu lassen. Lass uns von hier verschwinden. Fürs Erste bist du in Sicherheit. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Eines Tages bringe ich zu Ende, was ich angefangen habe, Ratte. Das schwöre ich. Ah. Diese Flecken markieren, wo dieser aufgeblasene Psychopath mich mit seiner Taschenlampe niedergeschlagen hat. Jetzt kann ich behaupten, ich hätte meine Spuren in dieser neuen Welt hinterlassen. Einen Moment. In all dem Blut ist etwas Weißes. Das ist ein Teil meines Zahns. Dieser Fettsack in Uniform hat bei seiner peinlichen Verfolgungsjagd alle Mülltonnen umgeworfen, wie in einem absurden Bowlingspiel.
Katzen haben dort bereits ihr Geschäft verrichtet. Ich werde sie nicht belästigen. Ein hübscher Brunnen, überzogen von trockenen Blättern und Efeu. Nachdem ich die Reste der verfaulenden Fische herausgeholt habe, ist da drin nur noch Schlamm. Wie soll das gehen? Moment, ich werde nicht weiter runtersteigen. Es ist absolut finster da drin. Es wäre Wahnsinn, ohne Licht in diese Kanalisation hinabzusteigen. Eine Armee-Taschenlampe. Und vermutlich wieder ohne... Doch, da sind Batterien drin. Und sie funktioniert. Sollte ich jetzt etwa eine Glückssträhne haben? Okay, dann mal los. Ich mache die Taschenlampe an, bevor ich weitergehe. Verdammt! Diese Tunnel sind ein wahres Labyrinth. Und ich fürchte, das GPS-Gerät der Reinigungsbrigaden zeigt nur den oberirdischen Teil der Stadt. Es gibt keinen Hinweis auf die Kanalisation in den Optionen. Ich sollte besser umkehren, bevor ich mich verlaufe. Das könnte ziemlich gefährlich werden. Ich sehe keinen Grund dafür, das in den Eimer tun zu wollen. Okay, ich werde den Eimer dafür benutzen, wofür er gedacht war, um ihn mit Wasser zu füllen. Bevor ich runterklettere, lasse ich die schwersten Sachen, falls das Seil mein Gewicht nicht... Dann mal los. Vielleicht kann ich noch etwas aus dem Feuer retten. Jetzt, wo das Feuer aus ist, muss ich den rostigen Eimer nicht mehr mit mir herumtragen. Ich werde ihn wegwerfen. Verbrannte Reste von Kleidung, Büchern und Spielzeug. Das ist alles, was Rods Feuer übrig gelassen hat. Kalt über den Rücken, wenn ich daran denke, dass dieses Stück Plastik einmal Colin gehört hat. Ein schrecklicher Anblick. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich könnte die Nägel benutzen, um sie aneinander zu befestigen, aber sie würden garantiert nicht durch das Metall des U-Bahn-Schilds dringen. Ich sehe noch keine Möglichkeit, diese zwei Gegenstände mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln miteinander zu verbinden. Mal sehen.
Ich könnte die rostigen Nägel verwenden, um diese Gegenstände miteinander zu verbinden. Gesicht und Gliedmaßen vom Feuer entstellt. Die Puppe sieht wie die Hauptfigur eines Kinderalbtraums aus. Eine kleine Erinnerung an meinen Zusammenstoß mit den Soldaten, falls mich mein Gedächtnis mal wieder im Stich lassen sollte. Nein, diese Puppe ist gruselig genug. Obwohl, dann hätte das Baby immerhin mein Lächeln. Ich glaube, es würde nichts bringen, das Kabel daran anzuschließen. Das Kabel, das ich durchgeschnitten habe. Die Schläger des Jägers haben eine improvisierte Verbindung gebaut, die vermutlich bis zum nächsten Regen halten wird. Danke, Herr Schlafmütze. Die Wiege ist genauso wie die auf dem Bild. Jetzt kann ich mein Baby in den Schlaf wiegen und ihm vorsingen. Aber jetzt musst du mein Baby für mich finden. Ich werde dir das Geheimnis nicht verraten, wenn du mir nicht das Baby bringst. Bring mir meinen kleinen... Okay, keine Sorge, Rose. Das werde ich tun. Hallo, Rose. Hallo, Herr Schlafmütze. Jetzt kann ich mein Baby in den Schlaf wiegen und ihm vorsingen. Aber jetzt musst du mein Baby bringen, mir mein... Okay. Ich bin nicht stolz auf das, was ich jetzt tun werde, aber ich muss herausfinden, was dieses Geheimnis ist, was Rose vor mir hütet. Und wenn sie ihr Baby will, werde ich ihr ihr Baby zurückgeben. Ich hab dir dein Baby gebracht, Rose. Hast du mein Baby mitgebracht? Hast du ihn mitgebracht? Vielen Dank, Herr Schlafmütze. Du hast dein Wort gehalten. Du hast mir mein Baby gebracht. Jetzt musst du mir das Geheimnis verraten. Du hast es versprochen. Ich habe dir gegeben, was du gesucht hast. Ja, unser Geheimnis. Ich habe etwas, was dir gehört, Herr Schlafmütze. Der Schlüssel zur Schatztruhe deiner Träume. Und jetzt gehört er wieder dir.
Aber das ist ja ein echter Schlüssel. Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in deiner Jacke gefunden, als Rod und seine Frau mir deine Kleidung gegeben haben. Als ich heimgekommen bin, fiel der Schlüssel auf den Boden und hat geklimpert. Ich hatte gerade gesehen, wie du in ihrem Wohnwagen wie ein Stein geschlafen hast. Und da habe ich verstanden, dass es der Schlüssel zu der Schatztruhe war, in der du deine Träume aufbewahrst. Weil du gerne träumst, das tust du doch. Natürlich tust du das, deswegen heißt du ja auch Herr Schlafmütze. Der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet? Danke für deine Hilfe, Rose. Pass gut auf deinen Sohn auf. Ich sollte jetzt gehen. Nein, bitte, geh nicht. Lass mich nicht hier. Jetzt, wo ich mein Baby gefunden habe, muss ich weit weg von hier gehen. Ich muss aus dem verfluchten Schloss entkommen. Wenn du gehst, werden mehr Männer kommen und mir wehtun. Und dann werden sie mich wieder im Dunkeln einschließen. Und ich ertrage die Dunkelheit nicht. Im Dunkeln kommen die Soldaten zurück und nehmen mich mit. Und jetzt werden sie auch meinem Baby wehtun. Der Jäger hat sich klar ausgedrückt. Ich soll mich nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Oder ich werde teuer dafür bezahlen. Es tut mir leid, Rose. Ich kann dir nicht helfen. Herr Schlafmütze, ich ertrage es nicht mehr. Lass nicht zu, dass sie mich wieder anfassen. Bitte hilf mir. Du musst mich hier rausholen, wie der Ritter in den Geschichten. Du bist mein Ritter und ich bin deine Prinzessin. Ich ertrag das nicht. Täter und Opfer. Mehr hat die neue Welt nicht zu bieten. Und ich? Wer war ich vor der großen Welle? Verdammt. Ich kann das arme Mädchen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Ich muss etwas tun, um sie zu retten. Auch wenn ich noch nicht weiß, was. Ich werde dir helfen, Rose. Ich helfe dir, hier herauszukommen. Danke, Herr Schlafmütze. Versprichst du es? Wirst du mein Ritter in strahlender Rüstung sein? Ja. Es ist etwas, das dir vor der großen Welle gehört hat, hat Rose gesagt. Der Schlüssel, der die Schatztruhe deiner Träume öffnet. Mal sehen, ob mein Gefühl stimmt. Ja, der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet, ist in Wirklichkeit...